Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Endrunde der 30. Fußball-Hallen-Stadtmeisterschaft. Es stehen sich gegenüber in schwarzer Spielkleidung der VfL Kemminghausen und in Blau der SC Aplerbeck 09, also Kreisliga gegen Westfalenliga. Und Marian Lafke. Da ein schwerer Fehler eines Aplerbecker Spielers, aber Dominik Altfeld konnte das gerade noch mal ausbügeln. Wieder ein schneller Konter, eine große Chance für den VfL Kemminghausen. Knapp übers Tor, der SC Aplerbeck macht den Eindruck, als wenn er noch nicht ganz sortiert wäre. Die Favoritenrolle ist natürlich klar verteilt. Der SC Aplerbeck als Titelverteidiger gegen den Kreisligisten, alles andere wie ein Sieg wäre eine Überraschung. Leiter dieses Spiels ist übrigens der Sportskamerad Marcel Skorupa. Gerade sahen wir die Zuschauer des VfL Kemminghausen, die ihre Mannschaft natürlich anfeuern. Wieder ein schwerer Fehler. Die Mannschaft des SC Aplerbeck findet überhaupt noch nicht ins Spiel. Es sind knapp 2 Minuten gespielt und schon 2 Riesenchancen für den VfL Kemminghausen, die besser ins Spiel gefunden haben und eigentlich schon hätten 1-0 führen müssen. Da wieder im Bild die Zuschauer des VfL Kemminghausen, die natürlich bei diesem Spielstand noch allen Grund haben, optimistisch zu sein. Gespielt sind knapp 2,5 Minuten. Noch 4 Minuten zu spielen in der ersten Hälfte dieses ersten Endrundenspieles. Und es hat sich nichts getan. Also bis hierhin muss ich sagen, ist die Vorstellung des SC Aplerbeck nicht sehr gut. Man findet überhaupt nicht ins Spiel. Keine spielerischen Einlagen oder Stafetten. Nur Einzelaktionen und der VfL Kemminghausen verteidigt geschickt und lässt dem SC Aplerbeck wirklich kein Raum. Die Bank des VfL Kemminghausen, die mit dem Auftritt ihrer Mannschaft bisher wirklich sehr zufrieden sein kann. Die Torchancen waren bis auf die ersten 2 Minuten, wo der VfL Kemminghausen wirklich 200-prozentige hatte, bisher Mangelware. Die Mannschaften neutralisieren sich mittlerweile. Es kommt aber auch kein richtiges Spiel auf. Also das ist eigentlich ein Spiel, was mich bisher enttäuscht. Da hätte ich doch mehr von Aplerbeck erwartet. Ja.
Francis Bougri gerade im Bild. Also ich muss sagen, diese Gruppe, in der als dritte Mannschaft sich der FC Brünninghausen befindet, nominell eine, wenn nicht sogar die stärkste Gruppe, von der man einiges erwarten konnte. Aber es ist noch knapp anderthalb Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Und bisher ist dieses Spiel, ich muss es einfach so sagen, eher ein Langweiler. Die letzte Minute der ersten Halbzeit dieses ersten Spiels bricht an und für mich ist der SC Aplerbeck viel zu passiv, nochmal die Fans des VfL Kemminghausen, viel zu passiv, die sich in die eigene Hälfte zurückziehen und die Angriffe des VfL Kemminghausen abwarten. Man darf hier nicht vergessen, der SC Aplerbeck spielt drei Klassen höher wie der Kreisligist, also das ist, für mich ist das viel zu wenig. Was der SC Aplerbeck hier bietet, eher einen ängstlichen Fußball, bloß keinen reinkriegen, aber ich muss doch als Westfalenligist, muss ich das Spiel gegen den Kreisligisten doch gewinnen wollen. Schauen Sie sich das an, der VfL Kemminghausen kann sich die Bälle hinten zuspielen und die Aplerbecker bleiben in der eigenen Hälfte stehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine schwache Vorstellung des SC Aplerbeck bis hierhin, eine wirklich schwache Vorstellung. Jetzt wieder eine Chance für den VfL Kemminghausen. Die letzten sechs Sekunden. Wir gehen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Das war die erste Halbzeit. Schwach. Kemminghausen gegen den ASC 09. Der Verein aus der Kreisliga gegen den Titelverteidiger. 0:0. Mittlerweile läuft die zweite Halbzeit und es gibt einen Elfmeter für den VfL Kemminghausen. Und gehalten, ein schwach geschossener Strafstoß, den Dominik Altfeld bravourös abwehren konnte. Aber es ist auch symptomatisch für dieses Spiel. Und wieder spielt Kemminghausen in Überzahl. 4-2, aber sie können nichts daraus machen. Fehlpass und Abstoß. Rafik Harlem rutscht der Ball unter den Fuß durch. Die Abwehr wie ein Hühnerhaufen. Das war die vierte, mit dem Strafstoß, vierte dicke Chance. Und dann passiert es natürlich im Gegenzug. Unverdient durch Daniel Diaz das 1:0 für den ASC 09. Das nach drei Minuten in der zweiten Halbzeit. Und war das ein kurioses Tor, quasi von der Grundlinie. Wieder Daniel Diaz schießt den Torhüter, den verdutzten Torhüter des VfL Kemminghausen. Das den Kossmann an und der Ball springt von da aus ins Tor. Also, das fängt ja schon unheimlich kurios hier an. Der VfL Kemminghausen ist die bessere Mannschaft, hat die besseren Chancen, kann einen Elfmeter nicht verwerten und gerät dann wirklich völlig überraschend mit 2:0 durch zwei Tore von Daniel Diaz in den Rückstand. Unglaublich. Noch 46 Sekunden zu spielen in der zweiten Halbzeit dieses ersten Endrundenspieles der 30. Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft. Und nach wie vor 2:0, das ist die fünfte dicke Chance des VfL Kemminghausen. Und wieder kein Tor. Dafür fällt mit der dritten Chance im Gegenzug das 3:0. Also, liebe Zuschauer, ganz ehrlich, mir fehlen die Worte. Das hat sich der VfL Kemminghausen
selber zuzuschreiben, dass man dieses Spiel verliert. Diese Niederlage ist so unnötig wie ein Kropf. 500-prozentige inklusive eines Foulelfmeters und ich verliere 3:0 gegen den ASC 09. Das ist der Endstand des ersten Vorrundenspiels. Herzlich willkommen jetzt, liebe Zuschauer, zur Begegnung Westfalia Wicke der SG Phoenix Ewing. Der Vizestadtmeister trifft also auf die Mannschaft aus Dortmund Ewing und wir haben es gerade ja schon gesehen, Aplerbeck hat also vorgelegt, der Stadtmeister, und ich bin mal gespannt, ob hier Westfalia Wicke besser ins Spiel kommt als gerade der ASC Dortmund. Schöner Schuss, aber am Tor vorbei. Westfalia Wicke und der Ball geht ans Außennetz. Noch 3,5 Minuten zu spielen, 0:0 der Spielstand. Also bis jetzt kein großes Spiel. Ich will es nicht so deutlich sagen wie mein Kollege gerade, Uwe Cessny. Mit Aplerbeck war auch nicht viel los, trotzdem 3:0 gewonnen. Hier ist im Moment auch nicht viel mit Wickede los und es steht 0:0 noch. Arminia Martin ist ja auch in dieser Gruppe 2 vertreten mit, also Favorit eigentlich ist hier die Mannschaft vom Westfalia Wickede. Bin mal gespannt, wie gleich Arminia Martin auftreten wird. Und die letzte Minute in der ersten Halbzeit läuft jetzt. Und wir warten immer noch auf den ersten Treffer. Und der Ball geht ans Außennetz. Und wir schauen zur Uhr, es sind die letzten 25 Sekunden jetzt hier in der ersten Halbzeit zu spielen. Keine Tore bis jetzt hier im Spiel der Gruppe 2. Westfalia Wicke, SG Phoenix Ewing. Und der Keeper lässt sich Zeit. Und dann ein Schuss, der Ball geht doch einige Meter ans Tor vorbei. Also eine schwache erste Halbzeit sahen wir hier. Keine Tore gab es. Zu bewundern, hoffen wir auf eine bessere zweite Halbzeit. Das war die erste Halbzeit. Toto zwischen der Wicke und der SG. Ja, die Fans sind gut gelaunt. Ja, die ganz, ganz großen Torchancen, sie fehlen einfach in dieser Begegnung. Und die Torhüter brauchten sich auch noch nicht auszeichnen. Also beide Mannschaften, habe ich so den Eindruck, müssen erstmal richtig warm werden. Vielleicht ist das Geläuf jetzt auch ein bisschen schwieriger als der gewohnte Hallenboden jetzt bei der Vor- und Spitzenrunde. Die Riesenmöglichkeit, da muss er mehr rausmachen. Die Nummer 11 war das, Andreas Tötz. Das hätte das 1:0 sein können für die Westfalia aus Wickede. Sehr schön gespielt. Endlich mal ein gelungener Spielzug auf Seite von Westfalia Wickede. Und wieder Tötz. Ja, die SG Phoenix Ewing steht gut und Westfalia Wicke findet einfach keine Lücke. Und die Riesenmöglichkeit für die Nummer 16 von der Westfalia aus Wicke, der glänzend war. Tim Schrade hätte jetzt das erste Tor erzielen können, aber gut gemacht vom Töter Dennis Gilner. Und Freistoß. Ja, jetzt in den letzten 3 Minuten sind wir jetzt
Jetzt kommt ein bisschen mehr Power auf hier. Also hier in diesem Spiel führen eigentlich für mich 1:0 die Fans hier vom Westfaler Wickede. Sie sorgen für die richtig gute Stimmung. Sie feuern ihre Mannschaft. Sie stehen die ganze Zeit und fast jetzt 19 Minuten oder genau gesagt 18 Minuten feuern sie ihre Mannschaft an. Das finde ich schon eine klasse Leistung. Schön gemacht. Und 2 Minuten und 20 Sekunden noch zu spielen. Ja, und was gibt es da? 8 Meter. Oder genauer gesagt, es sind hier auf diesem Spielfeld genau 9. Und jetzt hat Wickede die Möglichkeit, 2 Minuten vor Schluss dieser Begegnung mit 1:0 in Führung zu gehen. Und den Treffer, oder genauer gesagt den Strafstoß, den kann man geben. Und keine Abwehrmöglichkeit. Der Ball ist drin. Erfolgreich die Nummer 11. Westfaler Wickede, Andreas Tötz. Und wir schauen zur Uhr. 1 Minute und 40 Sekunden sind jetzt noch zu spielen. Also wenn Westfaler Wickede das Ding gewinnt, dann haben sie auch Glück gehabt. Um es mal so deutlich zu sagen, es war kein überragendes Spiel, genau wie gerade das erste. Aber man kann sich ja steigern. Ja, Phoenix macht jetzt natürlich offen, entweder oder. Und 1 Minute und 20 Sekunden noch. Ja, entweder oder jetzt. Kann man den Ausgleich hier noch erzielen? Ach, das war doch nichts da. Von der 23 vom Torhüter Dennis Gilner. Da muss man den Ball doch versuchen zu spielen. Und 40 Sekunden noch. Ja, sie sind zufrieden. Biervernichtung, das hört sich gut an. Ich glaube, BV Westfaler Wickede mogelt sich, hätte ich beinahe gesagt, hier zum Sieg. Die letzten 10 Sekunden mit einem blauen Auge davongekommen. Westfaler Wickede besiegt die SG Phoenix Ewing mit 1:0. Und damit schlägt Westfaler Wickede Phoenix Ewing knapp mit 1:0. Und der nächste